Halt, 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 nicht ausmachen. Ihr seid nicht im falschen Podcast gelandet. Herzlich willkommen zur 9. Folge unseres Weltraum-ABCs. Wir sind bei Upgespaced und was Dinos mit dem Weltall zu tun haben, darum geht es gleich. 5, 4, 3, 2, 1, 0, Upgespaced, der Weltraum von A bis Z. Ein Kinderpodcast der Stiftung Planetarium Berlin. Als ich Zwergplanet als erstes gehört habe, dachte ich, das ist so eine Kugel, halt ein Planet mit langem Bart, Zipfelmütze. Hier, man sieht nicht mehr den Körper, wegen der so klein ist. Ich glaube, ein Zwergplanet sieht aus mini, mini klein, kleiner als die Erde. Und ja, der sieht, glaube ich, einfach aus wie ein normaler Planet, bloß nur ein kleiner. Zwergplaneten sind sehr kleine Planeten, wie zum Beispiel der Pluto. Ein bisschen traurig bin ich ja schon, denn wir sind am Ende des Alphabets angekommen und ich mache mich hier also gerade bereit für unsere letzte Etappe durch Raum und Zeit. Mit dabei sind wieder ein paar Kinder und natürlich das Podcast-Team von Studio 3. Heute geht es, wie wir gerade gehört haben, um Z wie Zwergplanet. Aber vorher steht der Buchstabe Y an. Yeti, Yams, Yucca, Spacey, unsere 9-mal kluge Universalintelligenz, hat schon ein paar Wörter gesammelt. Spacey möchte betonen, dass einer künstlichen Intelligenz menschliche Schwächen wie Angeberei oder Besserwisserei fernliegen. Spacey weiß alles und hat recht. Nee, ist klar, Spacey. Uns fiel es wirklich schwer, etwas zum Buchstaben Y zu finden, aber uns ist etwas eingefallen. Es wird heute um Y wie Yucatan gehen. Und was Yucatan überhaupt ist und was das mit dem Weltall zu tun hat, das weiß Milo. Ich bin Milo, ich bin 12 Jahre alt und ich treffe gleich eine Dinosaurier-Expertin hier im Naturkundemuseum. Und wir sprechen dann gleich über das Dinosaurier-Aussterben wegen dem Asteroideneinschlag in Yucatan. Und ich finde es auch krass, dass dieser eine Asteroideneinschlag so dominante Tiere auslöschen konnte. Y wie Yucatan. Yucatan ist eine Halbinsel in Mexiko. Vor 66 Millionen Jahren schlug hier ein riesiger Gesteinsbrocken aus dem Weltall ein. Seine Zerstörungskraft war so groß, dass die oberen Kilometer der Erdkruste quasi pulverisiert wurden. Die meisten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gehen heute davon aus, dass dieser Asteroideneinschlag dazu geführt hat, dass die Dinos ausstarben. Doch was ist da genau passiert in Yucatan? Das hat Milo von der Dino-Expertin Daniela Schwarz erfahren. Er hat sie im Museum für Naturkunde in Berlin getroffen. Also hier sind wir jetzt im Sauriersaal des Museums. Hier sind ja die Dinosaurier-Skelette, die aus unserer Sammlung auch sind, ausgestellt. Die stammen aus dem heutigen Tansania, aber von einem kleinen Hügel namens Tendaguru, der eben dort im südlichen Bereich des Landes liegt und wurden vor etwa 100 Jahren ausgegraben. Welche Dinosaurier sind es jetzt? Also die großen, das sind alles drei Sauropoden. Der in der Mitte heißt Giraffa Titan, hieß früher Brachiosaurus. Das ist ein Diplodocus und dieser kleinere von den großen hier heißt Dicreosaurus. Und der hier vorne, dieser mit den Doppelstacheln auf dem Rücken, das ist der sogenannte Kentrosaurus. Das ist ein Verwandter vom Stegosaurus. Wie groß sind denn die Dinosaurier-Skelette jetzt? Also der größte hier, der Giraffa Titan, der ist 13,27 Meter hoch. Der steht nämlich sogar im Guinness-Buch, weil es das höchste aufgestellte Dinoskelett der Welt ist. Wir sagen immer, um sich das zu veranschaulichen, wenn man jetzt im dritten Stock wohnt, könnte der vom Balkon die Blumen abfressen. Das ist schon sehr groß und beeindruckend hier alles. Wie alt sind die? Also all diese Saurier, die wir hier sehen, sind etwa 150 Millionen Jahre alt. Die stammen also aus der Zeit des oberen Jura. Also praktisch noch mindestens 90 Millionen Jahre weg waren die von dem großen Aussterben, wo auch der T-Rex und die anderen Saurier durch den Meteoriten verschwunden sind. Vor wie vielen Jahren war der Einschlag in Yucatan genau?
Also man geht davon aus, dass dieser große Meteoriteneinschlag in Yucatan vor etwa 65 Millionen Jahren stattgefunden hat. Da hat man ja auch einen riesigen Krater gefunden in dieser Zeit, der also sich ein bisschen übers Land, aber eben vor allem auch im Meer erstreckt und also wirklich gigantische Ausmaße hat. Und das zeigt also, dass da wirklich ein riesen Meteorit auf die Erde gekracht ist. Der Asteroid hatte einen Durchmesser von ca. 15 Kilometern und schlug einen Krater von ungefähr 180 Kilometern Durchmesser. Was war denn so der größte Schaden für die Dinosaurier, der da entstanden ist? Also wenn der Meteorit jetzt direkt auf die Erde auftritt, gibt es natürlich erstmal eine riesige Druckwelle, die also alles Leben da in unmittelbarer Umgebung direkt vernichtet. Das war natürlich schon mal ein großer Schaden, denn gerade in dem Bereich Nordamerika, der sich da ja anschließt, da haben wir in der oberen Kreide ganz große Herden von Tyrannosauriern und den Hadrosauriern und den Triceratopsiern, also verschiedenen Dinosauriern. Die waren sicherlich alle erstmal unmittelbar betroffen. Das hat sich über hunderte Kilometer sicher ausgewirkt. Was dann passiert ist, ist, dass natürlich dieser ganze Staub und Ruß, der dadurch verursacht wurde, in die Atmosphäre geschleudert wurde. Das heißt, das Licht war erstmal weg für mehrere Jahre. Die Erde hat sich verdunkelt, die Pflanzen sind eingegangen, die Pflanzenfresser haben nichts mehr zu fressen bekommen und dann demzufolge hatten die Fleischfresser natürlich auch Probleme. Dann wurde die Luft auch durch diese Schadstoffe vergiftet. Es gab sauren Regen über dem Meer. Es hat also wirklich nicht nur die Dinos getroffen, sondern eben auch die gesamte Lebewelt, auch die Meereslebewesen und alle möglichen anderen Tiere. Welche Art von Dinosauriern hat denn die besten Überlebenschancen oder hat am längsten überlebt? Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Ich würde sagen, das sind die Dinos, die wir heute auch noch kennen, nämlich die heutigen Vögel. Die konnten nämlich wegfliegen. Es gab ja damals schon frühe Vögel, die aus den Raubsauriern entstanden sind. Und die konnten sich natürlich dann praktisch auch in weitere Entfernungen begeben und immer noch die wenigen guten Stellen, die es wahrscheinlich dann noch gab, ausnutzen. Und die haben das dann eben auch geschafft, bis heute zu überleben. Wie genau sah die Welt dann so danach aus, nach dem Meteoriteneinschlag? Also in den Jahren, darauf können wir uns ja nur vorstellen. Also das war wahrscheinlich wirklich wüstenartig, ne? Sehr dunkel und eben kein Pflanzenbewuchs da, sodass eben auch sehr viel von den Gesteinen dann durch Wasser und durch Sturmfluten und so ins Meer getragen wurde. Und dann hat sich aber erst kurze Zeit drauf eben doch wieder ein Pflanzenbewuchs entwickelt und es entstanden eben auch neue Formen und neue Tiere und aber auch neue Pflanzenarten. Das wissen wir eben dann in der Erdneuzeit. Ein Asteroid kann also den Lauf der Weltgeschichte verändern. Umso wichtiger ist es also zu wissen, was können wir machen, wenn ein Asteroid auf die Erde zusteuert? Wie kann man den abwehren? Das wollte Jonathan genauer wissen und hat Christian Gritzner angerufen, der beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt arbeitet. Ja, mein Name ist Christian Gritzner. Ich habe mich schon früh für Raumfahrt interessiert. So mit 10 Jahren haben wir angefangen, Modellraketen zu bauen und dann wollte ich Ingenieurstudium machen. Eigentlich wollte ich Astronaut werden, aber dann der Augenarzt hat gesagt, das wird nichts. Also habe ich dann gesagt, dann studiere ich wenigstens, wie man die Raumschiffe baut. Und dann wollte ich noch zur Doktorarbeit was Verrücktes machen und habe mit dem Professor überlegt und wir kamen auf das Thema Asteroidenabwehr. Ja, das ist sehr cool. Dann gleich zu dem Thema, wie oft passiert denn, dass ein Asteroid Richtung Erde kommt? Ja, das hängt von der Größe des Asteroiden ab. Also so ganz, ganz kleine Staubkrümel, die fallen dauernd hier runter, sehen wir als Sternschnuppen nachts manchmal. Wenn die dann größer sind, so ein paar Kilo schwere Steine, wie so Backsteine, das kommt dann seltener vor, alle paar Tage vielleicht mal. Das macht dann einen richtigen Lichtblitz am Himmel. Und da kann dann auch ab und zu mal ein Meteorit am Boden noch landen. Also was übrig bleiben bei dem heißen Flug durch die Atmosphäre. Denn die Dinger sind ja sehr schnell und werden dann beim Eintritt in die Erdatmosphäre durch die Reibung mit der Luft sehr, sehr heiß und zerplatzen und verdampfen zum Teil. Und manchmal bleibt auch was übrig. Wenn die Objekte dann noch größer sind, dann sind die auch seltener natürlich. Die richtig großen Brocken, die so über einen Kilometer im Durchmesser haben, also das ist schon ein Berg, ein kleiner Berg, der hier dann Richtung Erde fliegt, die sind so groß und haben so eine Energie durch ihre Bewegung, dass sie
hier bei einen Krater machen würden auf der Erde, so vielleicht 20 Kilometer im Durchmesser. Und die würden dann so viel Staub und Wasserdampf ganz hoch in die Atmosphäre schleudern, dass dann durchaus eine Änderung des Erdklimas passieren könnte, wenn auch nur für ein paar Jahre. Sowas ist dann allerdings selten, das passiert vielleicht alle halbe Million Jahre mal im Durchschnitt. Und alles an Objekten dazwischen ist dann halt häufiger, zwischentäglich und Hunderttausende von Jahren. Wir müssen die Objekte tatsächlich beobachten und die Bahnen kennen. Und da arbeiten jetzt viele Wissenschaftler auf der Erde daran, genau das zu machen, die Objekte zu suchen und die Bahnen zu vermessen, damit wir genau wissen, was fliegt da rum und wann kommt das mal der Erde sehr nahe. Also werden Asteroiden so ab einem Kilometer Durchmesser gefährlich? Da sind die richtig gefährlich, da können die also globale Folgen haben für die ganze Erde. Wenn die kleiner sind, sind die Folgen dann nur auf gewisse Regionen begrenzt. Und wenn dann halt so ein Einschlag in der Wüste passiert, da passiert dann nicht viel. Wenn der aber dann doch hier Mitteleuropa trifft und ein paar hundert Meter groß ist, dann gibt es natürlich hier einen ganz riesigen Schaden. Woher weiß man denn, wann sich Asteroiden der Erde nähern? Man guckt also mit großen Fernrohren nachts den Himmel an und fotografiert den so der Reihe nach durch, so quasi ein Upscan. Tak, 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 wird der ganze Himmel nach und nach fotografiert und das mehrmals pro Nacht, so typischerweise dreimal. Und dann werden die Fotos von genau dem gleichen Abschnitt am Himmel, wo die gleichen Sterne auch dran sind, miteinander verglichen. Und man guckt, ob da irgendwo ein Stern dabei ist, der sich bewegt. Denn das ist dann nämlich kein Stern, sondern ein Asteroid. Und wenn man jetzt merkt, oh Mist, jetzt kommt da jetzt gerade ein Asteroid, der die Erde treffen würde, der jetzt auch nicht nur so ein Backstein ist, wie wird er denn dann zerstört? Kommen dann Roboter oder Raketen, mit denen man den irgendwie kaputt macht? Oder wird er irgendwie nur von seiner Bahn abgebracht? Oder wie wird das getan? Das sind genau schon die beiden Methoden, an die man so denkt. Das eine ist, den Asteroiden oder Kometen, der da kommt, zu zerstören, damit die Trümmer so klein sind, dass die hier keinen großen Schaden mehr machen auf der Erde. Oder man versucht, ihn an der Erde vorbeizulenken, sodass er einfach dran vorbeifliegt, was natürlich noch besser wäre. Also ungefähr wie ein Fußballtorwart, der versucht, den Ball, der ans Tor fliegt und er hinspringt, noch mit den Fingerspitzen einen Schubs zu geben, dass er am Tor vorbeifliegt. Und so ist unser Abwehrsystem, das fliegt dann zu dem Asteroiden hin und versucht ihm da einen Schubs zu geben, sodass er die Erde verfehlt. Mit was denn? Also sind das so kleine Roboter oder ist das eine Raumsonde oder ist ein Asteroid eher ein Satellit? Ja, also man denkt bei den Abwehrsystemen an Verschiedenes. Man könnte sich vorstellen, einfach eine Rakete dorthin zu bringen, die dort landet und den Raketenmotor dann nach oben ausrichtet und im richtigen Moment das Triebwerk zündet und so den Asteroiden wegschiebt. Das ist eigentlich eine ganz gute Idee, weil der Schub da in ein paar Minuten übertragen wird, relativ sanft, und man auch genau die Richtung wählen kann. Das Problem ist, man braucht sehr, sehr viel Treibstoff dafür. Tausende von Tonnen Treibstoff. Und wenn man denkt, dass so eine Ariane 5 Rakete und die Ariane 6 später so vielleicht 4 Tonnen in Richtung von so einem Asteroiden bringen kann, dann braucht man hunderte von diesen Flügen. Und das geht nicht. Also daher ist sowas nur vielleicht mal für ganz kleine Asteroiden möglich. Für die mittelgroßen und großen hat man sich jetzt überlegt, einen sogenannten Impaktor zu nehmen. Impact ist das Wort für Einschlag. Also das ist gleich der ganze Satellit, der mit hoher Geschwindigkeit auf den Asteroiden drauf donnert, dabei zerrissen wird, ein Krater macht auf dem Asteroiden, noch Material vom Asteroiden selbst auch wegschleudert und dadurch dem Ganzen einen Schubs gibt. Das Ganze kann man noch in der Theorie, man hat es noch nie ausprobiert, verstärken durch eine Atombombe, die da explodiert und noch mehr Material wegschleudert. Das ist also in den Berechnungen ist da noch mehr Energie drin, aber in der Praxis hat man es noch nicht probiert. Da gibt es ja auch im Moment noch Gesetze, dass man so Atomwaffentests nicht im Weltraum macht. Und für die meisten Fälle reichen auch solche Impaktoren aus. Also das ist, wie gesagt, nur einfach der Satellit, der mit hoher Geschwindigkeit draufdonnert. Und ganz wichtig ist noch die Zeit. Je mehr Zeit wir haben, umso weniger Energie brauchen wir für das gleiche Ablenkmanöver.
Das heißt, ganz wichtig, hier auch schon wieder, wir müssen die Asteroiden ganz früh finden, dann so ein Raumschiff bauen, wenn wir sehen, der kommt auf die Erde zu, und dann hinschicken, drauf fliegen lassen und dann noch Zeit haben, dass er an der Erde vorbeidriftet. Die Zeit, die man da braucht, ist aber viele, viele Jahre. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir halt die Asteroiden vorher entdecken und die Bahnen berechnen. Also man hat eigentlich eine Menge Zeit, bevor ein Asteroid auf die Erde treffen würde. Also man müsste jetzt eigentlich keine Angst haben, dass irgendwie morgen ein Asteroid einschlägt und irgendwie Berlin kaputt macht. Also ich beschäftige mich schon sehr lange damit und ich habe keine Angst, dass jetzt irgendwie gleich was passiert. Es passiert zum Glück sehr selten. Jedenfalls die größeren und mittelgroßen Einschläge sind ziemlich selten. Von so kleineren Einschlägen sind wir auch immer wieder überrascht worden. Zum Beispiel, das war, wenn ich mich richtig erinnere, 2015, da ist über Russland, über der Stadt Chelyabinsk, ein 17 Meter großer Asteroid flach in die Erdatmosphäre eingetreten, über die Stadt weggeflogen, schon so in so einer Rauchwolke, und ist dabei auch explodiert, hat sich so zerteilt. Und da bei diesen Explosionen sind dann Druckwellen entstanden, also wie so von starken Böllern oder so. Und die haben am Boden in der Stadt Fensterscheiben zerdrückt. Die sind einfach geplatzt und da sind viele Leute verletzt worden. Und das war zum Beispiel auch ein Fall, den hatte man vorher gar nicht gesehen. Der war so klein und unbekannt auch, den kannte man gar nicht. Ja, okay, ich glaube, dann haben wir jetzt ein sehr großes Wissen über Asteroidenabwehr. Ich danke Ihnen. Christian Gritzner beschäftigt sich nicht nur mit Asteroiden, er macht zusammen mit einem Kollegen auch Musik. Starfield Voyagers. Hört mal rein. Es hat 8 Beine und fliegt ins Weltall. Eine Rakete. Wie viele Planeten hat denn unser Sonnensystem? Unser Sonnensystem... Spacey, ich habe die Kinder gefragt, nicht dich. 10? 8 oder 10. Da muss ich mal nachzählen über mein Bett. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es gibt 8 Planeten in unserem Sonnensystem. Da gibt es so einen Spruch. Der Merkspruch dazu lautet: Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unseren Nachthimmel. Kennt ihr diesen Merksatz auch? Das ist ein super Trick, um keinen der 8 Planeten zu vergessen. Jeder Anfangsbuchstabe steht für einen Planeten. Mein für Merkur, Vater für Venus, erklärt für Erde, mir für Mars, jeden für Jupiter, Sonntag für Saturn, unseren für Uranus und Nachthimmel für Neptun. Als ich Kind war, habe ich allerdings einen ganz anderen Spruch gelernt. Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unsere 9 Planeten. Damals gab es nicht 8, sondern 9 Planeten. Der kleine Pluto, ganz am anderen Ende unseres Sonnensystems, gehörte auch noch dazu. Gemein, warum darf Pluto kein Planet mehr sein? Pluto teilt viele Eigenschaften mit den großen Planeten. Er ist rund, er umrundet die Sonne und Pluto hat sogar Monde, 5 um genau zu sein. Trotzdem beschließt die Internationale Astronomische Union 2006, dass Pluto kein Planet ist. Damit ein Himmelskörper als Planet anerkannt wird, muss er 3 Kriterien erfüllen. Erstens, ein Planet muss um die Sonne kreisen, darf aber kein Mond sein. Zweitens, ein Planet muss groß genug sein, um durch seine Schwerkraft annähernd rund zu sein. Er darf selbst aber kein Stern sein. Drittens, ein Planet muss die eigene Umlaufbahn von anderen Objekten bereinigt bzw. freigeräumt haben. Das heißt, es dürfen keine weiteren großen Himmelskörper auf ähnlichen Bahnen laufen. Von Pluto wissen wir heute, dass er rund ist und die Sonne auf einer etwas geneigteren Bahn umkreist. Er erfüllt also die ersten beiden Kriterien. Das dritte allerdings nicht. Pluto ist nicht Herrscher seiner eigenen Umlaufbahn. Er schafft es nicht, seinen Orbit freizuräumen. Deshalb ist Pluto seit 2006 kein Planet mehr, sondern ein Zwergplanet. Zwergplanet.
Okay, ist doch auch nicht schlecht. Nicht mehr der kleinste der großen Planeten, dafür aber der größte der Zwergplaneten. Neben Pluto wurden bislang noch 4 weitere Zwergplaneten entdeckt. Ceres, Haumea, Makemake und Eris. Noch wissen wir wenig über sie. Zwergplaneten sind einfach zu weit von uns entfernt, um sie mit Teleskopen zu beobachten. Es ist eine geheimnisvolle, dunkle Welt, die gerade erst erforscht wird. Pluto fasziniert uns hier im Podcast-Studio am meisten. Neueste Forschungen lassen vermuten, dass es theoretisch möglich sein könnte, natürlich nur ganz, ganz eventuell, dass es Leben auf Pluto geben könnte. Oder besser in Pluto. Aber der Reihe nach. Hier kommen unsere 5 spannendsten Pluto-Fakten. Pluto ist weit weg. Er liegt noch hinter Neptun. Pluto ist 40 Mal weiter von der Sonne entfernt als die Erde. Der Zwergplanet braucht ca. 248 Jahre, um die Sonne zu umrunden. Pluto befindet sich am äußersten Rand unseres Sonnensystems. Die Region heißt Kuipergürtel. Zahlreiche kleinere Himmelskörper, Asteroiden, Zwergplaneten kreisen hier, die alle noch darauf warten, entdeckt und erforscht zu werden. Vom Kuipergürtel aus machen sich auch regelmäßig Kometen auf den Weg Richtung Erde. Hinter dem Kuipergürtel beginnen die unendlichen, nachtfinsteren Welten des Universums. Pluto wurde entdeckt, weil ein Wissenschaftler sich verrechnet hat. Nach Pluto wurde lange gesucht. Astronomen und Astronominnen vermuteten, dass es einen 9. Planeten geben muss. Denn etwas schien die Planeten Neptun und Uranus von ihrer Umlaufbahn abzulenken. Das zeigten Berechnungen des Astronomen Percival Lowell. Auf Grundlage dieser Berechnungen suchte auch der junge Astronom Clyde W. Tombaugh nach Pluto und fand ihn schließlich am 18. Februar 1930, also vor 92 Jahren. Erst später stellte sich heraus, dass die Berechnungen, die er benutzt hatte, um Pluto zu finden, falsch waren. Pluto ist viel zu klein, um so große Planeten wie Neptun oder Uranus in ihrer Umlaufbahn zu stören. Dass Pluto gefunden wurde, war also Zufall. Eine NASA-Forschungsmission wurde zu Pluto geschickt, um die Geheimnisse von Pluto zu lüften. Bis vor einigen Jahren wussten die Menschen kaum etwas über Pluto. Sogar das Weltraumteleskop Hubble konnte nur ein verschwommenes Bild liefern. 2006 hat deswegen die NASA die Raumsonde New Horizons losgeschickt, um Pluto und den Kuipergürtel zu erforschen. New Horizons ist Englisch und heißt Neue Horizonte. Die Raumsonde ist ausgestattet mit Kameras und Messinstrumenten. Mit gut 16 Kilometern pro Sekunde ist sie die schnellste aller Zeiten. Trotzdem hat sie 9 Jahre gebraucht, um Pluto zu erreichen. Erst 2015 ist sie angekommen. Die Bilder, die sie von Pluto gemacht hat und die Daten, die sie gesammelt hat, erstaunen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen auf der ganzen Welt. Sie hatten einen langweiligen, eiskalten Gesteinsbrocken vermutet und entdeckten eine abwechslungsreiche und rätselhafte Eiswelt. Pluto hat ein Herz aus Eis. Pluto ist ein eisiger Planet. Minus 230 Grad ist es hier kalt. Die größte und schönste Entdeckung auf den Bildern, die die Raumsonde geschickt hat, ist ein riesiger Gletscher aus Stickstoffeis. Er hat die Form eines Herzens. Außerdem gibt es auf Pluto Gebirge, Schluchten, Krater und Eisvulkane. Aber Pluto besteht nicht nur aus Eis. In seinem Inneren ist er aus Stein, so wie unsere Erde. Es wird auch vermutet, dass das Innere des Zwergplaneten warm oder heiß ist. Eventuell könnte es ein unterirdisches Meer geben, unter der Eisdecke, die Pluto bedeckt. Einige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler spekulieren, dass es eventuell Leben auf Pluto geben könnte oder sich theoretisch Leben entwickeln könnte. Ein Herz aus Eis, unterirdische Meere und Eisvulkane. Das müsst ihr euch unbedingt angucken. Auf der Internetseite der NASA gibt es Fotos und sogar ein Video, das die Raumsonde gemacht hat, als sie über den Zwergplaneten geflogen ist. Den Link findet ihr bei uns in den Shownotes. Und die NASA hat sogar Geräusche von Pluto aufgenommen. Hört mal, so klingt Pluto. Space
Tracy möchte darauf hinweisen, dass wir den Kindern 5 spannende Fakten über Pluto versprochen haben. Sorry, Spacey, aber die Pluto-Geräusche sind doch der Hammer, oder? Die Geräusche sind durchaus interessant. Allerdings Gefühle wie Begeisterung kennt Spacey nicht. Schon gut, schon gut. Der Hund von Mickey Mouse wurde nach Pluto benannt. Als der Planet Pluto 1930 entdeckt wurde, war das die Nachricht. In allen Zeitungen stand es, ein 9. Planet. Im gleichen Jahr wurde auch der Hund von Mickey Mouse erfunden und zu Ehren des neuen Planeten wurde Mickeys Hund nach ihm benannt. Pluto. Danke, das war spannend. Und ich ergänze noch eins. Der Zwergplanet Pluto ist wie auch die Planeten unseres Sonnensystems nach einem römischen Gott benannt worden. Pluto ist in der Antike der Gott der Unterwelt und der Toten. Das war Z wie Zwergplanet und leider auch schon wieder Z wie zu Ende. Das waren nämlich 9 Folgen mit tollen Geschichten und Fakten rund ums Weltall. Wir haben mit der Astronautin Susanna Randall gesprochen, wir waren im Kontrollzentrum der ISS, haben schwarze Löcher kennengelernt und über UFOs gerätselt. Alle Folgen könnt ihr natürlich jederzeit nachhören. Und ich kann euch jetzt schon versprechen, wir hören uns auf jeden Fall bald wieder in Staffel 2 von Abgespaced. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr uns bald in den Berliner Planetarien und Sternwarten besuchen kommt. Oder, Spacey? Spacey sagt ja. Spacey wird jetzt eine eigene Veranstaltungsreihe beantragen. Oder einen YouTube-Kanal. Spacey könnte auch mit einer eigenen Rakete ins Weltall. Ihr merkt schon, Spacey hat viele durchgeknallte Ideen. Mal sehen, was hier in nächster Zeit so passiert. Wir hören uns auf jeden Fall bald wieder. Macht's gut und bis bald. Bye bye, Kids. Dieser Podcast wird moderiert von Christine Linde, Musik und Sounds Tapani Gradmann, Mischung Schallultras Christoph Schrag und Hendrik Schröder. Abgespaced wird geschrieben und produziert von Studio 3, Anna Bilger, Julia Riethammer und Vanessa Löwel.